Hallihallo, Hallöchen, willkommen zu einer neuen Runde Kingdom Come Deliverance. Wir haben... Sekunde, die Maus ein bisschen langsamer machen. Was haben wir gemacht? Haben wir dem das Rezept gerade geklaut oder war das schon ein bisschen her? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, also... Fechten Münzen, die Vergeltung, die ich nicht machen kann, der Räuberbaron. Was gerade? Da war ich dran. Herrn Ratzig Bericht. Oh, da war was. Ich wollte ihm Bericht erstatten, aber ich war ja gesucht. Tatsächlich war ich gesucht. Und zwar in Skalitz und in Rattay. Für was auch immer. So, ich bin ja jetzt in Uschitze. Was mache ich in Uschitze? Gute Frage. Was mache ich in Uschitze? Oh, ich hätte noch einen Richtspruch zu machen. Ich wollte eh nochmal nach Skalitz und da gucken, ob wieder irgendwelche Banditen da in der Gegend sind. Könntest du mal aufhören, dieses Fenster zu öffnen? Ah ja. Reiten mit neuer Fähigkeit. Das ist natürlich... Reiten, neue Fähigkeit... Brennenkampf ist so wie Nahkampf, Fernkampf einen Schadensbonus in Höhe von 15%. Schnell, Feldschild allgemein etwas weniger mit Unterricht. Nehme ich doch mal das, falls ich doch wieder aus einem Kampf fliehen muss. Sollte das nicht unbedingt. Da sollte das dann helfen. Nicht unbedingt dann runter zu fliegen. Wäre auf jeden Fall ein Vorteil. Wenn das Pferd dann verletzt wird, dass es dann schneller wird. Definitiv ein Vorteil. Warst du nicht irgendwo hier? Uschitze war hier nicht irgendwo. Das Kumanenlager. Das hatte ich auf dem Hinweg erledigt gehabt, deswegen... Ja, brauchen wir das jetzt nicht mehr. Tja, ansonsten... So wirklich... Einen Plan, ein Ziel habe ich nicht. Eine Sekunde, dass ich hier weg. So. Nein, das war nicht. So, okay. Ja, wir. Ich weiß nicht, wir könnten jetzt ein paar kleinere Missionen erfüllen, die uns nicht nach Rattay führen. Und mal sehen, Privislavitz wäre auf jeden Fall mal ein Ziel, um da den einen Richtspruch zu sprechen. Oh, wir haben einen Wildgarten gefunden. Wo? Da könnte er sein, ha? Huh? Ansonsten sehe ich auch keinen Wildgarten. Da vorne kann auf ist auf jeden Fall okay, irgendwie klemme ich hier gerade fest. Okay, so jetzt okay, ich gehe außen rum. Was haben wir denn? Einbären. Holla die Waldfee, das sind eine Menge Einbären gewesen. Und hier haben wir natürlich Baldrian.
eher weniger wichtig. Jetzt muss ich doch gerade tatsächlich noch mal gucken. So viel mit den Mikros hier eingestellt? Nee, okay. Das passt. Nee, weil ich jetzt mit dem für Dota benutze ich das Headset. Und wenn ich dann auch noch meinen kleinen schlauen Kasten kriege, dann kann ich dann mein Headset anschließen, meine Kopfhörer und meine Anlage und die dann entsprechend schalten, wie ich es brauche. Und ja, bis dahin werde ich jetzt aber hauptsächlich das Headset benutzen. Ist einfacher. Ein neues Jagdgebiet mit Rehe gefunden. Ah, hier oben das. Okay. Sehr gut. Und deswegen reitet man auch einfach mal querfeld ein. Lässt dann die Aktionen auf dem Weg ein wenig links liegen. Die ganzen Zufallsereignisse, die dann eventuell kommen könnten, wie Wanderer, Leute, die mir irgendwas anbieten, Ritter. Das ist jetzt Wanderer nicht unbedingt, aber ob per Zufall irgendwas bekommt. Das ist dann eher weniger der Fall. So, wir haben einen Richtspruch zu sprechen. Mal sehen, was der Richtspruch uns sprechen lässt. Lässt. Meister Vogt? Gott sei mit dir. Gibt es ein Problem? Die Lama Agathe, die alte Schrolle, die am Dorfrand wohnt. Was hat sie getan? Du solltest wissen, dass sie sich in der Stadt... So, dann gucken wir mal. Kommt Deliverance. Ein. Hatten wir nicht? Ich hatte doch so eine Tabelle mit den Entscheidungen. So, Aufbau. Aber ich glaube, die kann ich auch so fällen. Ich glaube nicht, dass hier etwas Unrechtes vorgeht. Die Leute werden immer Heilmittel von Quacksalbern benutzen. Solange sie niemandem schaden, ist es mir recht. Hexen müssen brennen. Das soll gerecht sein. Nächstes Mal gehe ich gleich zum Bischof. Ruf verbessert. Ja, warum soll ich die Kräuterfrau wegschicken, wenn die Hausmittel sind zwar nie zwingend bewiesen, dass sie funktionieren, aber es ist durchaus möglich, dass sie funktionieren und dadurch, also durch den Placebo-Effekt einfach, zum Teil auch nur, ja, dass man dann einfach nur glaubt, dass es hilft, und dann hilft es auf einmal. Ist jetzt natürlich keine Heilung in dem Sinne, aber wenn du sagst, ich anstatt für ein wegen der schlimmen Krippe, keine Ahnung, will ich jetzt nicht zum Kräuterweib gehen, weil das da so die gibt mir irgendeinen Kräutertrank und der schmeckt scheiße und den will ich nicht trinken, da gehe ich lieber zu dem, der gibt mir nur eine Salbe und die riecht ganz okay und es hilft.
Ein Lader. Ah, irgendwie sowas. Und solange man denkt, es hilft, reicht es ja meist schon. Naja. So. Hier werde ich verhaftet werden, wenn... Oh, die gehen schon wieder aufeinander los. Die gehen schon wieder aufeinander los. Dann lass mich noch gucken, habe ich genug Pfeile? Ja, habe ich. So. Dann habe ich natürlich eine Sache vergessen. Oh. Das wollte ich eigentlich davor machen. Okay, das hat ihm auf jeden Fall gut wehgetan. Oh, shit. Komm, lass mal die... Wow, das sind 4 Stück. Irgendwer haut mich da die ganze Zeit. Okay. Damit. Hast du genug? Hopp, da hat er mich. Komm. Ich muss rückwärts gehen, ich muss rückwärts gehen. Game over. Okay, 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 okay. Lief ja schon mal super. nicht wirklich. Aber. Tja, so kann es passieren. Das habe ich natürlich. Mehr habe ich den Kräutergarten noch nicht und... Ach, verflucht. Habe ich den Kräutergarten noch nicht. Ich meine, der wird jetzt ein bisschen schwer wiederzufinden, ne? Ich meine, ich bin nach rechts und dann bin ich nach... Also erst nach links und dann nach rechts und dann... Irgendwo hier über den Weg und... Na, weiter und weiter und... Irgendwo hier... war dann eventuell der Kräutergarten oder auch nicht. Kann auch sein, dass ich jetzt komplett falsch irgendwo rauskomme. Ich einfach keinen Plan habe, wo ich vorher lang bin. Ich meine, ich weiß jetzt dann halt, dass da das Jagdgebiet mit den Rehen ist. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt völlig falschen Winkel hier in den Wald rein und aus dem anderen raus. Jetzt aber. Vielleicht finde ich diesmal was anderes. Zum Beispiel eine Ruine. Einen interessanten Ort. Dann lass mal gucken, wo der ist. Ja, weil, wie gesagt, es müsste jetzt der hier sein. Jetzt könnte ich nochmal in diese Richtung hier. Je nachdem, das hier müsste die Lichtung. Ja, Gebiet Hirsche. Guck mal, das ist so praktisch. Jetzt habe ich die Hirsche gefunden. Die Rehe müssten irgendwo. Dann hier sein. Das ist das Gebiet hier.
Nein. Schwören können, dass die irgendwo hier waren. Auch eine Lichtung. Da wären Rehe gewesen. Ob man dann hier irgendwo... Interessanter Ort. Noch ein interessanter Ort. Okay. Was ist dann der hier? Ach, dann ist das hier die Lichtung mit den... Genau, dann müsste ich... Wahrscheinlich irgendwo hier hin. Um die Rehe. Jetzt bekomme ich hier... Jetzt scheue ich die Rehe natürlich ein bisschen. Na, da bin ich ja auch schon wieder am Weg und viel zu weit hinten. Ha. Ja, so kann es gehen. Dann findet man auf einmal das Jagdgebiet nicht mehr. Ich finde stattdessen das Hirschjagdgebiet. Aber so merkwürdig, dass ich das hier nicht finde. Weil hier war es ja jetzt auch nicht. Ja, vielleicht finde ich es beim Durchreiten. Nochmal, aber... Ist ja halt auch, dass du die dass du nicht so einfach findest. Aber hier drüben sind sie ja. Also müsst ja hier eigentlich auch irgendwo das entsprechende Jagdgebiet sein. Hoppla. Okay, das rennt weiter weg. Ob ich meinen Hund mal suchen schicken kann und ob der das dann findet? Das wäre natürlich noch eine interessante Sache, wenn mein Hund es schaffen würde. Wo bist du, Hund? Komm mal her. Ja, mal sehen, was du erschnüffelst. Gräbt er da? Gräbt er und sucht angeblich irgendwas. Tja. Natürlich dann auch schön, wenn er was findet, aber das ist dann wieder die andere Sache, ne? Okay, mein Hund hat irgendwas. Oh, was ist hier? Ein Unfallort. Ja, sehr schön. Wo haben wir den Unfallort? Oh, an der Quelle. Okay, wir müssen den Bach weiter runter. Folgen wir dem Bächlein nach unten. Bis nach Privislavitz. Und kommt mein Hund. Ah, man könnte ihn ja nochmal... einmal füttern. Hier kriegst du ein bisschen Dörrfleisch.
Eigentlich wollte ich drüber springen, aber ich habe zu spät die Taste gedrückt. Doof. Naja. So, tun wir ein bisschen was für die Ausdauer. Ein Hund hat schon wieder was gefunden. Au, voll ausgeglitscht. Okay. Immer so ein bisschen Hirschfleisch. Leder kriegen wir ja nicht. Was eine Hütte. Plündern wir ihn. Und nehmen alles. Und dann nehmen wir ihn. Und nicht, dass ich ihn umbringen wollte, aber... So ein bisschen frieren. Okay. Bringen wir ihn mal ein bisschen weiter weg. Okay. Dann sollten wir doch irgendwann nach Privislavac kommen. Oh, mein Hund bellt schon wieder. Oder war das meiner? Oh, er hat tatsächlich was gefunden. Oh, das meinst du? Interessanter Ort. Jagdschwert und Pfeile. Oben. Füttern. Irgendwas. Komm, ich dachte, hier wäre gerade irgendwas lang gerannt. Wer weiß, vielleicht ist da auch was lang gerannt. Keine Ahnung. So, da hinten dürfte Privislavac sein, wenn ich mich nicht sehr irre. Gott sei Dank, hier fliegen viele Fliegenpilze. Ach ja, der interessante, aber doch nicht ganz so interessante Ort, den ich gefunden habe. Ich bin gerade voll durch das Holz durchgelaufen, wie auch immer das funktioniert. Okay, meinetwegen. So, dann. Mal gucken hier. Habe ich noch gar nicht so bemerkt, dass hier eine Art Feld ist für die Kneipe. Du bist ja begeistert. Lumia. Keine Ahnung, mit dem kann ich nicht reden. Würfel spielen. Gehen wir mal auf 21. Und ziehen das Geld ab. Der und der. Dann nehme ich noch die Glückssträhnenwürfel. 2x Glück und 2x Glückssträhne.
Damit kann ja nichts falsch gehen, schief gehen, ne? Ja, wie ich gesagt habe. Damit kann ja nichts schief gehen. Warum spiele ich überhaupt? Erste Runde, 1350 Punkte. Hast du denn eine 5, eine 5? Noch eine 5 und noch eine 1. Au. Oh. Oh. Kurva. Oh mein Gott. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das war die beste Runde Würfel überhaupt, die ich bisher gespielt habe. Also die richtige Menge an Glückswürfeln schafft ihr einen Rundensieg. Ah, Tante. Au. Oh. Lass uns doch noch mal das brauche ich eigentlich nicht. Das auch nicht. Ach, Judgment. Da haben wir es doch. So. Attempted Murder, das Stream. Oh, ja. Ah. Oh. Ich krieg zwei. Mit der Entscheidung, I can't waste my time with this. Also, das ist Zeitverschwendung. Bekomme ich zwei Leute mehr plus 30. Das ist. It's nothing, also es ist nichts Ernstes und mit dem du bist nur neidisch, bekomme ich auch zwei Leute und plus 30. Aber wenn ich sage, es ist keine Hexenkraft, Hexenzeug bei mir, keine Hexe, Kräuterweib, keine Ahnung, kriege ich nur eine Person, aber 45 plus. Okay. Das ist auf jeden Fall interessant. Das ist auf jeden Fall interessant. Also spielt eigentlich keine Rolle, was ich entscheide in dem Zusammenhang. Hörst du auf diese. Naja. Okay. Auf zum Händler. Wir haben ja. Etwas zu verkaufen. Was sagt mein Gefährte? Mein Gefährte sagt, er hat ein wenig Hirschfleisch. Gott schütze dich. Lass uns handeln, verkaufen, Nahrung. Zwei Brezel, drei Dörrfleisch. Ach, das habe ich bestimmt vom Dingenskirchen. Vom Wilderer. Hirsch, Käse. Rind, Speck. Das Schnappes-Ding verkaufe ich auch. Und hier verkaufe ich auch nochmal 6 Stück. Habe ich sonst noch was? Tatsächlich habe ich da auch noch was. Jagdbogen, Jagdpfeile. Schwert des Jägermeisters. Spitzpfeile, die Wundpfeile. Unter sonstiges. Wo habe ich nichts? Wollen wir mal sehen, ob wir den noch ein wenig. Ist das genug? Ja. Ja, die genaue Summe interessiert mich nicht. Es ist nur, dass ich handle.